Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video häkeln wir zusammen dieses wunderschöne Stirnband. Es ist wirklich super, super einfach. Es wird nur eine Reihe die ganze Zeit wiederholt. Wir benutzen ein ganz, ganz einfaches Muster und am Ende machen wir den Twist. Ihr seht, dieses Mal ist es ein X-Twist. Es ist wirklich ganz, ganz einfach und wirklich ganz, ganz schnell gehäkelt. Ein tolles Projekt jetzt für den Winter. Es ist wirklich super, super warm und sieht richtig klasse aus. Ich hoffe, ihr könnt das X-Muster hier gut erkennen in der Kamera. Und wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen, zeige ich euch. Ich häkel heute mit einer 7 mm Häkelnadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Und ich häkel heute mit dieser Wolle von Lion Brand. Und zwar ist es diese Color Made Easy Wolle. Das ist ein richtig, richtig großer Knäuel. Der hat 200 Gramm und eine Lauflänge von 226 Metern. Das ist wie gesagt eine Boki Wolle, eine bisschen dickere Wolle. Also richtig toll geeignet für Stirnbänder. Empfohlen wird eine 6,5 mm Nadel. Ich nehme aber eine 7er, damit das Ganze schön locker wird. Und ich habe mich jetzt für den Farbton Kombucha entschieden. Das ist genau die gleiche Wolle, nur in einer anderen Farbe. Das ist so ein ganz, ganz toller Goldbraunton. Und den verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einer Schlaufe. Und wir häkeln Luftmaschen. Für mein Stirnband habe ich insgesamt 15 Luftmaschen gehäkelt. Es ist einfach nur die Breite, die ihr möchtet. Es muss nicht teilbar sein durch zwei oder sonstiges. Einfach nur Luftmaschen häkeln, bis ihr eure gewünschte Breite für euer Stirnband erreicht habt. Wenn ihr zum Beispiel eine andere Wolle nehmt oder eine andere Nadelstärke, ist es einfach nur wichtig, dass das hier die Breite ist von den Luftmaschen, so breit ihr euer Stirnband haben möchtet. Und ich habe insgesamt 15 Luftmaschen gehäkelt. Wenn ihr eure Luftmaschen fertig gehäkelt habt, beginnen wir jetzt mit unserer ersten Reihe. Die Schlaufe auf der Nadel wird nicht mitgezählt. Wir zählen die zweite Masche von der Nadel. Also 1, 2. Wir gehen mit der Nadel hinein, holen uns den Faden und ziehen hoch. Wir haben jetzt zwei Schlaufen auf der Nadel. Wir holen uns jetzt den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Wir gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden, ziehen hoch, zwei Schlaufen auf der Nadel. Wir holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Wir häkeln also in festen Maschen. Und wir häkeln eine feste Masche in jede Masche. Ich zeige es euch nochmal. Ihr geht in die nächste Masche, holt euch den Faden, zieht hoch, zwei Schlaufen auf der Nadel und wir gehen durch beide Schlaufen durch. Und das macht ihr jetzt in jede Masche und dann sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Also einfach nur eine feste Masche in jede Masche. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen und jetzt häkeln wir die nächste Reihe und diese Reihe wird dann einfach nur wiederholt. Es wird nur eine Reihe die ganze Zeit wiederholt und es ist wirklich ganz, ganz einfach. So, wir haben hier die allererste Masche. Wenn ihr das Ganze auseinanderzieht, seht ihr, haben wir hier unsere erste Masche. Dort gehen wir direkt hinein, holen uns den Faden, ziehen hoch und häkeln eine feste Masche. Wir gehen in die nächste Masche, holen uns den Faden, ziehen hoch und eine feste Masche. Und jetzt häkeln wir wieder nur eine feste Masche in jede Masche, bis ihr dann am Ende der Reihe angekommen seid. Also die nächste Masche, holt euch den Faden, zieht hoch und geht durch beide Schlaufen durch. Und das macht ihr jetzt, bis ihr in eurer letzten Masche angekommen seid.
Hier fast am Ende angekommen. Hier sind jetzt meine letzten Maschen. Wichtig ist jetzt hier die letzte Masche, die sieht nicht unbedingt aus wie eine ganz normale Masche, aber ihr seht, wir haben hier einfach keine gerade Kante, also müsst ihr auch in diese letzte Masche hier hinein. Wichtig ist halt nur, dass ihr dann beide Schlaufen hier auf der Nadel habt und dann häkelt ihr eure feste Masche fertig. Jetzt seht ihr, haben wir hier eine gerade Kante und ich habe insgesamt 14 feste Maschen. Das könnt ihr dann hier nachzählen. Ihr seht diese kleinen Vs. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und in jeder Reihe müsstet ihr natürlich 14 Luftmaschen, 14 feste Maschen haben. Ich zeige euch nochmal den Anfang für die nächste Reihe. Wir häkeln immer eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Und direkt in diese allererste feste Masche hier hinein gehen wir rein und häkeln unsere erste feste Masche. Und jetzt wird einfach nur eine feste Masche in jede Masche gehäkelt, bis ihr die gewünschte Länge von eurem Stirnband erreicht habt. Ich bin jetzt hier am Ende der Reihe wieder angekommen. Ich zeige euch nochmal die letzte Masche. In hier, wenn ihr da jetzt einfach reinstecht, seht ihr, habt ihr hier zwei Schlaufen auf der Nadel und dort befindet sich unsere letzte feste Masche. Und diese Reihe wird jetzt, wie gesagt, einfach nur wiederholt, bis ihr den gewünschten Kopfumfang erreicht habt. Wenn ihr die für euch selber häkelt, einfach immer mal wieder anprobieren. Ich werde das Ganze jetzt weiter häkeln und dann zeige ich euch gleich, wie mein Stirnband aussieht und wie lang ich meins insgesamt gehäkelt habe. Also einfach nur diese eine Reihe mit den festen Maschen wiederholen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ich habe das Ganze jetzt weiter gehäkelt und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt die tolle Farbe hier erkennen. Das ist so ein schöner Goldbraunton, also richtig, richtig klasse. Ich messe euch das Ganze jetzt mal aus. Also die Breite ist 12 cm und wie gesagt, die Länge entspricht halt eurem Kopfumfang. Ich habe hier eine Länge gehäkelt von insgesamt 51 cm. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut sehen. Also 51 cm. Probiert das Ganze immer mal wieder an. Wichtig ist halt nur, dass es nicht zu eng anliegt oder zu locker. Es muss halt richtig gut um euren Kopf herum passen. Und wenn ihr dann eure gewünschte Länge erreicht habt, können wir das Ganze abschließen und zusammennähen. Und das zeige ich euch jetzt. Um das Ganze zu beenden, häkeln wir jetzt einfach eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest und lasst jetzt einfach ein bisschen längeren Faden, weil wir das Ganze jetzt zusammennähen werden. Also schneidet den Faden einfach ab, holt euch eure Nadel, zieht den Faden komplett durch und zieht das Ganze fest. Und jetzt werde ich nur noch den Anfangsfaden hier vernähen und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze zusammennähen. Ich nehme mir jetzt meine Nadel, fädel die ein und jetzt können wir das Ganze zusammennähen. Also, wir haben jetzt hier unser Stirnband. Wir legen das Ganze in die Hälfte, so aufeinander auf. Jetzt holen wir uns die linke Seite, falten die, holen uns die rechte Seite, falten die auch in die Hälfte und jetzt legen wir das Ganze aufeinander, aber nicht komplett. Bei den anderen Stirnbändern haben wir das ja so komplett aufeinander gelegt und zusammengenäht und bei hier dem nehmen wir uns, wie gesagt, die beiden Hälften zusammen, gehen jetzt einfach rein, so bis zur Hälfte ungefähr. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Also hier bleibt eine Lücke und jetzt holen wir uns die andere Seite und legen die auch einfach drauf, dass hier diese beiden Öffnungen ungefähr gleichmäßig sind. Und jetzt werden wir das Ganze zusammennähen. Also schön zusammenhalten. Ich gehe jetzt einfach mit der Nadel durch.
dass ich hier mich ganz außen befinde und diese beiden Seiten bleiben offen. Und jetzt beginnen wir hier das mittlere Stück erstmal zusammenzunähen. Und jetzt fange ich an, die Seiten hier, also in der Mitte, zusammenzunähen. Also ich gehe dann jetzt durch die 4 Schichten hier durch. Und wie gesagt, die Öffnung links und die Öffnung rechts bleibt offen. Ich gehe dann einfach durch, dann wieder von unten nach oben. Wichtig ist halt nur, dass ihr alle 4 Schichten, die wir hier jetzt haben, zusammennäht. Jetzt gehe ich wieder komplett von oben nach unten. Ihr seht, ich komme hier raus und gehe durch alle Schichten durch. Ziehe meinen Faden hier durch. Und jetzt gehe ich nochmal von unten nach oben. Und damit das Ganze auch schön hält, werde ich jetzt nochmal, also ihr seht hier, die beiden Öffnungen bleiben offen. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Einfach nur zur Sicherheit, dass das Ganze schön zusammengenäht ist. Jetzt gehe ich noch mal von oben nach unten und das müsste ausreichen für diesen Part hier. So, und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus und jetzt werden wir die beiden Seiten falten und auch zusammennähen. Jetzt wenden wir das Ganze. Also ihr seht, wir haben hier unsere Öffnung und hier unsere andere Öffnung. Diese falten wir jetzt nach unten. Das gleiche machen wir mit jeder Seite. Also einfach nur aufeinander legen, dass das Ganze so schön aufeinander liegt. Und jetzt werden wir dieses Stück zusammennähen. Also ich zeige es euch nochmal. So haben wir das hier zusammengenäht. Hier ist eine Öffnung, hier ist eine Öffnung. Wir wenden das Ganze, legen das Ganze jetzt aufeinander auf, dass beide Öffnungen zusammentreffen. Und jetzt werden wir das Ganze so zusammennähen. Ich nehme jetzt einfach den Faden und gehe durch beide hier durch und ziehe das Ganze fest. Also ihr seht, hier ist die Öffnung und hier und diese beiden nähen wir jetzt einfach nur schön zusammen. Also dann gehe ich hier wieder durch, bis das Ganze schön zusammengenäht ist. Also einfach nur von unten nach oben durch die beiden Schichten durch. Zieht das Ganze durch. Und das mache ich jetzt, bis ich hier die komplette Seite fertig genäht habe. Hier habe ich jetzt ungefähr noch 2 Stiche und dann ist die Seite fertig und dann werde ich das Ganze wenden und dann nochmal auf der anderen Seite zusammennähen. Einfach nur doppelt, dass das Ganze auch schön hält. Also jetzt wende ich das Ganze. Ihr seht, wir haben jetzt hier das Stück zusammengenäht und jetzt gehe ich nochmal einfach zurück, nur um sicher zu gehen, dass das Ganze auch schön hält. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Das ist jetzt komplett zugenäht und jetzt können wir einfach nur unseren Faden vernähen. Ich gehe dann einfach nur durch die Maschen hier durch. Einmal und dann gehe ich nochmal durch und dann können wir den Faden abschneiden. Vernäht und wir schneiden den Faden einfach ab. Jetzt drehen wir das Stirnband einfach nur um und wir sind
fertig. Ich hoffe, ihr könnt den Twist hier gut erkennen. Der sieht richtig, richtig schick aus und wieder was ganz, ganz anderes. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir, dieses tolle und einfache Stirnband zu häkeln. Ich freue mich wieder riesig über eure Fotos, über eure Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt einen ganz tollen Tag und natürlich ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.